Harter Drill, viel nackte Haut und bloß keine Widerworte. Heidi Klum zeigt bei Germany's Next Topmodel keine Gnade. Eine heftige Herausforderung für die jungen Mädels. Jubelschreie gibt's für dieses Konzept längst nicht mehr von jedem. Vielmehr ruft die Sendung immer mehr Kritiker auf den Plan. Das ist meine wirkliche persönliche Hasssendung und deswegen, weil die hat einfach das schlimmste Konzept, was man hier bei Germany's Next Topmodel ja wirklich lernt, sind, dass junge Frauen lernen, wie sie alles tun, was man ihnen sagt, also wie sie auf Befehle gehorchen, die der Auftraggeber sagt und dabei noch sexy und begehrenswert aussieht. Das ist eine Mischung aus Bundeswehr und Puff. Ups, richtig üble Worte des Satiremeisters und er geht sogar noch weiter. Und das ist, finde ich, eines der schlimmsten Formate für junge Mädchen und wischt einfach 100 Jahre Emanzipationsgeschichte mit einer Sendung fort. Und deswegen hätte ich nichts dagegen, wenn die mal langsam aufhören würden. Mit seiner Meinung steht Kalkofe übrigens nicht alleine da. Selbst eine ehemalige Kandidatin kann dem Format mittlerweile nichts mehr abgewinnen. Letztendlich ist ein Fokus auf diese Zickereien, das geht mir nur noch auf die Nerven. Und jetzt ist es nur noch irgendwie eine hier Schlampe, dies, das, ja, also es ist irgendwie nur noch böse. Tja, irgendwie müssen die Quoten eben in die Höhe getrieben werden. Huch, wer bekommt denn hier sein Fett weg? Ja, das kleine Häufchen Elend im Schwitzkasten ist wirklich Leonardo DiCaprio. Der scheint ganz schön aus der Form geraten. Oder warum kommt er einfach nicht gegen seine Kumpels an, die ihn da unter gröhlendem Gelächter auf den Boden drücken? Oh, gut, dass ja der blonde Engel da ist, um dem armen Leo den Kopf zu tätscheln. Musik im Blut? Johannes Strate ist nicht nur Sänger durch und durch, sondern auch begeisterter Vater eines kleinen Sohnes. Na, und ist der Nachwuchs genauso musikalisch wie der Herr Papa? Er weiß, was eine Gitarre ist. Er rennt immer sofort hin und die Gitarre heißt bei ihm komischerweise Mama. Hey. Aber zupft auch so die einzelnen Saiten und findet das alles total spannend und kann auch, wenn CDs laufen, ganz klar auseinanderhalten, ist es Papa, der da singt oder ist es irgendwie irgendjemand anders. Oh, da platzt ja wer vor Stolz. Wie putzig. Was für ein Blick! Diese Katze macht ihrem Namen alle Ehre. Grumpy Cat ist einfach immer mürrisch. Sogar schon als Babykätzchen und selbst bei den MTV Movie Awards, wo sie einen besseren Platz ergattert als so mancher Promi, schaut das kleine Fellknäuel rein, als würde es gleich die Krallen ausfahren. Ach, selbst Katzenliebhaber Ian Summerholder kann ihr kein Schnurren entlocken. Süß ist sie aber irgendwie trotzdem total. Tja, nur aufs Dasein hat Grumpy Cat ebenso gar keinen Bock. Come on.